Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Wir zocken weiter Dark Souls 3, The Ringed City, das zweite DLC. Der Boy zeigt nach unten. Wage den Sprung, du wirst nicht sterben. Das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Oh ja, guck mal, ich lande in dem Kreis. Erstmal umgucken, nicht bewegen. Ist wie wenn man gegen einen T-Rex kämpft. Man darf sich nicht bewegen, dann sieht er einen nicht. Weil T-Rexes sehen... Oh, geil, guck mal da. Sehen immer nur bewegliche Ziele. So geht man auf jeden Fall davon aus. Geil, komm, wir haben das erste Leuchtfeuer entdeckt. 93.000 Punkte. Dann, jetzt gucken wir mal. Der Trümmerhaufen war das... Okay, das war ja das Leuchtfeuer. Und jetzt sind wir Ruinen der Erdenspitze. Wir reisen mal zum Feuerbrandschrein. Um mal zu gucken, wie viele Punkte wir brauchen, um ein Level zu bekommen. ...93.000 an der Zahl haben wir gesammelt. So, fragen wir die Alte mal. Aufsteigen. Wie viel brauchen wir denn? 93.033 oder was? Wir müssen Belastbarkeit skillen. Ach, benötigte Seelen, 77.000, okay. Wir können ein Level machen auf Belastbarkeit. So. Weil unser Ziel ist ja, die fettesten Rüstungen tragen zu können, die es in dem Spiel gibt. Wir haben ja noch einige dabei. Jorms Großschild ist ja schon mal ganz fett. Helm des geflügelten Ritters. Hier wollen wir natürlich auch den Helm. Wo ist er denn? Nee, das Drachen. Hier, Smaugs Helm. Hat aber 8 Gewicht anstatt 11 Gewicht, guck mal. Der ist in 1, 2. Also da ist er im Feuer. Okay, Feuer ist sehr schlechter. Feuer und Dunkel ist sehr schlechter, aber ansonsten ist er halt. Obwohl, das lohnt sich fast gar nicht, den hier zu nehmen. Ja, es gibt aber auch andere Sachen. Wir haben eine Drachentöter-Rüstung, da wollen wir halt Smaugs Rüstung, die ist richtig geil. Da kommen wir aber auch auf 70%. Wir dürfen, glaube ich, nur auf 69 oder so kommen. Deswegen müssen wir noch ein bisschen Belastbarkeit nehmen. Stulpen, da haben wir ja auch noch Smaugs Stulpen. Wo sind sie? Smaug, das sind die Smaugs. Nee, die sind schlechter. Stulpen des geflügelten Ritters. Wir wollen halt von allem das Beste tragen, so. Aber umso besser die Items, desto mehr wiegen die. Ne, also Smaugs Gamaschen. Hier haben wir sonst nichts anderes. Geflügelte Ritterset ist halt auch ziemlich nice. Was wir halt vorher erst getragen haben. Verbrannten Gamaschen, okay. Ja, dann fehlt uns eigentlich nur noch der Helm, so wie es aussieht. Oder war der... Ne, der Helm war nicht viel besser. Die Rüstung. Müssen wir noch ein bisschen skillen? Alter, guck euch die Rüstung mal an. Kornix Gewand. Heilige Tunika. Guck mal, ey, krasse Rüstung, die es hier gibt. Krasse Rüstung. Okay. Nicht weiter Zeit verlieren. Gehen wir direkt weiter. Reisen. Ruinen der Erdenspitze. So. Faramstulpen. Diese Stulpen wurde nach einem Gott des Krieges benannt. Sehr schön. Moosfrucht, die esse ich am liebsten. Meine Lieblingsfrucht, die schmeckt so schön nach Moos. Gut. Irgendwie kann man da auf den Baum... Hier ist so ein altes Windrad, was auch immer das sein soll. Was war hier? Am Leuchtfeuer rasten. Wer rastet, der rostet, habe ich gehört. Und da wir in Wirklichkeit ein Roboter sind, sollten wir nicht rasten, damit wir eben nicht rosten. Oh, nicht die blöde alte Sumpfkuh da wieder. Kann man noch nach da vorne laufen? Wer rülpst denn da? Ich glaube, ich mag die nicht.
das dann für Viecher? Ah, diese kleinen mit den Hüten. Ist der über mir? Ach nee, das ist der Engel, der hier so rumschreit. Also wenn das ein richtiger Engel ist, dann will ich nicht in den Himmel kommen. Okay, hier geht's krass runter. Hör doch mal auf mit dem Shit. Titanitbrocken. Andere Dinge sehe ich nicht. Wir müssen, glaube ich, über den Baum. Ah. Okay, dann da hinten rein. Was sei? Au! Hast du sie noch alle? Erst entkommst du dem Tod. Das, also vorm Engel und jetzt. Oh, musst du noch Stress suchen. Wie kann man denn so blöd sein? Oh, late Apple Swat. Da kam noch einer. Blut. Aua, das hat wehgetan. Jetzt sag mal. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn jetzt? Ist das Wahnsinn, Alter? Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich zu den Schildkröten? Kröten. Was war denn das? Vorne liegt halt noch Zeug. Sollen wir mal die Moosklumpen reinhauen? Weil reinhaut. Verringert Giftansammlung. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Was ist das? Irgendein Wappenrock. Zum Glück sind die Häuser stabil, ey. Nein. Wie komme ich denn hier weg? Ist wieder durch. Vergiftung. Nee. Moosklumpen. Okay, nochmal drauf. Alter, das hat mir wehgetan. Ach, dem tut er nicht weh, oder was? Nein. Okay. Erstmal abwarten. Der hat mich erwischt. Und raus. 2, 3. Kriegen wir noch einen? Hat nicht gereicht. Er lebt noch. Ah. Okay, heilen wir uns mal. Da liegt ja viel Scheiße in der Gegend rum. Da liegt noch was. Alter. Oh. Alter, vergiftet mich das. Oh.
geben aber nicht viele. Jetzt bin ich vergiftet, ey. Das ist eigentlich total sinnlos, diese Typen zu kloppen. Vor allem darf ich mir jetzt wieder so ein Moos reinhauen. Ich habe nur noch 3. Und die Heilung kann ich jetzt auch nicht mehr. Doch, eine Heilung kann ich noch benutzen. Ah, sehr schön. Können wir das wechseln? So, müssen wir da hinten auf den Baum oder was? Oder da auf die Häuser? Da oben rastet irgendeiner total aus. Sieht so aus, als müssten wir da auf den Baum drauf. Auf den Baum drauf, auf den Baum drauf! Alter. Fuck. Fuck. So, was will der kleine Zwockel? Der hat aber lang gezielt, ey. Halleluja. Was ist das? Achso. Da rennt eine Frau. Was ist das für eine Frau? Die haben glühende Äxte. Ist hier was in dem Haus drin? Ich höre doch irgendwas in dem Haus. Ach, da klebt einer an dem Ding. Ja, okay, wir legen uns erstmal mit der alten hier an. Wüstenpony, was? Alter. Okay. What? Wo ist die Alte hin? Keine Ahnung. Prisma Stein. Mann, Mann, Mann. Wo ist die Alte denn hin? Komisches Loch, ey. Das sieht immer so aus, als wäre da irgendwas. Wüstenpyromantenkapuze. So, was ist jetzt hier für ein Baum? Oh, fuck. Runter. Und jetzt, wohin? Hier runter. Oh, das ist ein Leuchtfeuer. Woohoo! Das ist dieser komische Mond wieder. Ey, man kann da ja keinen Millimeter stehen bleiben, weil man sonst direkt die Hucke voll bekommt. Oh. Okay, lassen wir das. Wir haben ja eh noch nicht genug Punkte, um zurückzugehen. Mono. Wir können hier Phantome beschwören, für die, die das nicht kennen. Das sind Online-Mitspieler, die können eine Nachricht hier auf dem Boden hinterlassen. Und wenn jemand diese Nachricht anklickt, dann connectet der dann quasi zu dem auf dem Server. Jetzt ist so die Frage, kommt da jetzt ein Bossgegner oder... Ich spiele ja erst eine Dreiviertelstunde. Der Helm sieht grandios aus, oder? Oh, ich bin jetzt einfach gerannt, ey. Was war das für ein krasser Weg? Ist die Frage, connected hier einer oder nicht? Rufsymbol, der sieht auch ganz cool aus, der Dude. Geht's hier weiter? Wir warten einfach mal. Phantom kann nicht beschworen werden. Phantom wird beschworen. Ja, ich weiß nicht, ob es geht. Ich hoffe. Aha, guck mal, jetzt kommt Gale. Sklavenritter Gale. Phantom kann nicht beschworen werden.
August. Ah ja, geh. Gehört der. Ich glaube, das ist ein NPC. Darunter oder was? Oh, fuck my life. Wo geht's denn jetzt hin? Dämon von Agonie, Dämon von Unteralpen. Also, das sind zwei. Fuck my life! Okay, erstmal gucken. Ich habe keine Ausdauer mehr. Geld kriegt aufs Maul. Oh, komm. Nein, Alter, der hat mich erwischt. Heilen. Oh, da kommt was. Der Gale tankt gut was weg. Muss Ausdauer auffüllen lassen. Okay. Er leuchtet aber nicht mehr so fies. Oh, da kommt Gift oder so. Er kotzt Gift. Ausdauer auffüllen. Okay, er macht es wieder. Dämon von Unteralp. Ist der down? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt müssen wir zu Gale. Komm, Gale! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Auffüllen, auffüllen, auffüllen. Oh, fuck, was macht denn der? Oh, er hat sich wieder aufgeladen. Komm, Gale, greif ihn an, ich lenke ihn ab. Mach doch keine Scheiße, Gale. Ein Schlag noch. So, das war's, das war's, das war's. Jetzt kommt bestimmt noch, jetzt vereinen die sich bestimmt. Ah ne, der andere ist weg. Das ist ein Schattenmann. Holy fuck, Dämonenprinz. Au, 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 okay, der zieht eine Feuerspur, nachdem er in your face, biatch. Trotzdem einfach unter ihm bleiben. Au, 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 au. Heilen. Okay, jetzt hittet ihn. Gale kriegt auf die Fresse. Alter, der kriegt ja gar keinen Schaden. Draufhauen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Den Schaden machen. Au, 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 au. Okay, danke. Alter, der Kopf. Heilen. Und nochmal heilen. Ich liege in der Suppe. Heilen. Heilen. Nein! Fuck, meine Augen drehen. Weil der so groß und bösartig. Oh, ist. Nochmal heilen. Und die Eier, Alter. Keine Ausdauer mehr. So, die Hälfte haben wir.
Weil da, wenn Gale gleich stirbt, habe ich ein Problem. Keine Ausdauer mehr. Eins hat mich erwischt, zwei haben mich erwischt. Komm in sein Face. Was kommt jetzt? Nein. Nein! Nein! Oh, fuck, ey. Okay, das ist gar nicht so einfach gewesen. Aber okay. Wir wissen jetzt, worum es geht. Wir nehmen nochmal so einen Typ mit. Am besten natürlich einen, der kein Computerbot ist. Allerdings können wir keinen rufen, weil wir keine Glut aktiviert haben. Deswegen müssen wir unsere Glut einschmeißen. Gegen Bosse kämpfe ich sowieso lieber zu zweit. Das ist um einiges einfacher. Und das Ding ist... Ja, Gale war eigentlich schon eine gute Wahl, ne? Wenn wir den nochmal mitnehmen. Ich warte mal kurz einen Moment. Ob wir vielleicht jemand anders finden. Lapp. Ist es nicht der von eben? Hieß er nicht Lapp? Ah, probieren wir mal unser Glück mit ihm. Komm, Lapp. Das ist doch der, den wir vorhin gefunden haben. Tür. Tür war auch hier. Also... Die erste Form, also wo sie noch zu zweit sind, geht's ja, weil man kann einfach um die rumgehen, die machen sehr viele Attacken, die einfach nach vorne rausgehen. Aber dann später, wenn er sich zu dem Prinzen da fusioniert, also wenn die beiden sich fusionieren, dann ist es schon ein bisschen schwerer, weil dann sehr viele Feuerattacken kommen. Den muss man halt ein bisschen ausweichen, nur man kann die halt nicht alle sehen. Das finde ich ein bisschen schwer. Okay. Was eine Waffe, ey. Die sieht ja crazy aus. Ja, komm. So, der Dude, der hilft mir jetzt. Wir springen einfach mal. Hüpf. So, eine Bestie ist da, eine ist da. Und links ist die Tür. Okay. Alter. Okay, hauen wir mal ein bisschen drauf. Aua. Au. Alter, ich will nicht sterben. So, jetzt. Ah, komm. Ja, jetzt dreht er sich voll feige um, die Sau. Irgendwie mache ich weniger Schaden, kann das sein? Der eine kriegt guten Damage. Immer aufs Maul. Immer kriege ich aufs Maul. Was ist das für ein Scheiß? Hör auf damit! Heftig aufs Maul hier. Das Ding ist, er dreht sich in einem Zug um und trifft mich. Da, er geht schon weiter, ey. Also, wenn man unter ihm steht, geht's eigentlich. So, den haben wir. Wo ist der andere? Da hinten. Tür ist dran.
Ah, das ist der Feuertyp von den beiden. Der ist ein bisschen aggressiver, so wie es aussieht. Oh, meine Seelen, die will ich haben. Geil. Komm, hau drauf. Sehr schön. So, jetzt kommt die Fusion bei Morellos. Jetzt wird's wieder übel. Übrigens, wenn ich das Spiel hier fertig habe, mache ich auch mal Zelda weiter. Geil. Natürlich lasse ich mich von der Scheiße treffen. Pass auf! Ein paar Hits. Wow. Warum? Okay. Was kommt jetzt? Ich glaube, wir haben ihn. Oh nein, ich dachte, wir können ihn staggern jetzt hier. Eieiei. Oh, ich dachte, er haut mich. In den Bauch geschlagen. Ey, wir haben ihn noch nicht mal bei der Hälfte. Au! Fuck, ey. Ich heile mich erstmal so. Ich kann mich nochmal so heilen. Okay. 7 haben wir noch. 7 Dings. Nicht gut für. Und wie heißen die denn hier? Estus Flakors. Ich treffe ihn nicht. Komm, da mal drauf. Au. Ei. Fuck. Okay, reinhauen. Und nochmal. Aufpassen. Ein bisschen nah ran. Jetzt ist die Zeit zu schlagen. Sehr schön gemacht. Wow. Oh, Tür hat aufs Maul bekommen. Der hat nicht mehr so viel. Oh, der macht das Haus kaputt. Alter. Ich will mal ein bisschen in Deckung gehen. Und nur draufschlagen. Okay, wieder weg. Nur draufschlagen. Oh, wenn es sich lohnt. Jetzt zum Beispiel. Und jetzt wieder weg. Wieder weg. Okay, wir haben ihn. Oh, weil wenn einer von denen stirbt, ist egal. Wenn ich sterbe, ist halt rum. Seele des Dämonenprinzen. Was soll das heißen? Die sieht schon echt ekelhaft aus. Ja, danke, Tür, ne? Vielen Dank, dass du geholfen hast. Natürlich auch danke an den Bot. So. Dort vorn ist was zum Looten. Ach, da ist auch das Leuchtfeuer. Gut, dann haben wir auch die halbe Stunde voll. Das war der erste Bossgegner im zweiten DLC und letzten DLC von Dark Souls. Bin gespannt, was uns da noch wartet. Vor allem der letzte wird wahrscheinlich wieder ordentlich quieselig. So, dann looten wir das mal und dann gehen wir mal. Kleines Gesandtenbanner. Okay. Das ist nicht so ein Ding, was man dann hier reinmacht? Nee. Was macht denn kleines Gesandtenbanner? Schauen wir nochmal nach. Kleines Gesandtenbanner. Das ist die Seele von ihm. Bin ich blöd? Kleines Gesandtenbanner. Wir sind Brocken und so eine Scheiße. Seelen und so eine Scheiße.
Dunkles sind kleines Gesandtenbanner. Zum Aktivieren vor der Ringklippe hochhalten. Aha, vor der Ringklippe. Habe ich Feuer entzündet, dann rasten wir noch. Gut, Pamarillos, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet, dass ich die Stimme nicht nochmal extra aufnehme und abmische und so ein Zeug, ob die für euch so okay ist. Und ja, da bin ich mal gespannt. Bis dahin, schönen Tag noch und stay Pam. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.